Hallo liebe Bierfreunde und Kochfreunde von nah und fern und willkommen bei einer neuen Folge Biersüfflers Kochstunde. Ja Freunde, was haben wir denn heute hier? Heute haben wir erstmal hier ein fröhliches IPA aus England und ja, das trinken wir jetzt erstmal zum Wohl. Ja, da kann man nämlich besser sprechen und ich wollte unbedingt mit euch heute, ja, mit diesem englischen IPA anstoßen. Ihr habt schon am Titel gesehen, heute gibt es wieder mal ein bisschen was Interessanteres. Ja, diesmal nicht ganz so eine einfache Küche, so eine Classics, sondern heute gibt es Classics ein bisschen schwerer. Und zwar machen wir heute russische Pirogen. Oder wie man auch in Polen sagen würde, Piroschki. Ja, und zwar, da gibt es verschiedene Varianten. Wir machen eine Berliner Variante, also die, die wir hier halt kennen, vom Rezept halt her. Ich habe sie selber schon zweimal gegessen. Und ja, jetzt habe ich gesagt, das müssen wir auf jeden Fall auch noch auf dem Kanal hier, wie gesagt, vorstellen. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen was Anspruchsvolleres. Heute machen wir Pirogen, russische Pirogen. Ja, und zwar mit einem Hefeteig. Dafür brauchen wir erstmal Mehl, ist klar, ne? Dann machen wir erstmal ein bisschen Mehl. Dann brauchen wir hier ein bisschen Würfelhefe. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Dann brauchen wir ein bisschen Öl. Dann brauchen wir ein bisschen Butter. Wir brauchen ein bisschen Ei und wir brauchen ein bisschen Milch. So. Damit haben wir dann schon mal das Thema abgehakt. Das heißt, und ein bisschen Zucker kommt auch noch rein, aber nur eine kleine Prise habe ich jetzt hier nicht zu stehen. Dann machen wir einen klassischen Hefeteig, den wissen wir, wie der geht. Der geht so ähnlich wie die Pizza. Ich glaube, Pizza hatten wir ja schon gemacht selber, oder? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall so klassischer Pizzateig im Prinzip. Nur, dass halt ein bisschen, ja, mehr Milch reinkommt. Das hätte, und ein Ei, das hätten wir beim Pizzateig jetzt halt nicht. So, die Füllung, das ist jetzt eigentlich das Besondere. Die machen wir natürlich ganz klassisch mit gemischtem Hack. Zwiebel, Knoblauch und jetzt kommt's mit dem hart gekochten Ei. Deswegen seht ihr jetzt auch schon hier die Eier, weil wir brauchen mehrere Eier heute. Und zwar mit dem hart gekochten Ei. Und dann kommt unsere Zauberzutat, nämlich hier der schöne Bio-Dill dann noch mit rein. Und Leute, das Ei und der Bio-Dill, das schmeckt so lecker. Deswegen wollte ich die unbedingt hier mal vorstellen, das Rezept. Und dann veredeln wir das doch ein bisschen mit dem Bautzner-Senf. Und gewürzt wird es auch nur mit Salz, schwarzem Pfeffer aus der Mühle und Paprika edelsüß. Ja, und das war es eigentlich gewesen. Also von den Zutaten her, ihr seht es selber, eigentlich ist es tatsächlich recht übersichtlich. Also das ist so der Einkaufszettel, so sollte der, wie gesagt, bei euch jetzt aussehen. Da sind die Zutaten, die ihr dafür brauchen tut. Allerdings, wie gesagt, das sind mehrere Steps, die wir machen müssen. Wir müssen einmal Eier kochen. Gut, das ist jetzt nicht kompliziert, drei Eier hart zu kochen. Aber wir brauchen heute halt mehrere Kochtopfgefäße. Das heißt also, einen für die Eier zum Kochen. Wir brauchen einen fürs Hack und für die restlichen Zutaten, dass wir das da drin schön anschwitzen können. Und das muss richtig krümelig sein, Leute. Das darf nicht so sein wie bei einer Bolo, wo dann auch ein eigener Saft ist, sondern wir müssen das richtig durchgaren, dass das wirklich so richtig, sag schon, krümelig wird. Ja, weil das wird dann die Füllung. Und natürlich dann hier auch aufpassen mit dem Dill. Auch den geben wir kurz vor Schluss nur erst zu, genauso wie die hart gekochten Eier. Das heißt also, wir brauchen schon mal einen zweiten Topf. Naja, und dann müssen wir natürlich noch den Teig machen. Der muss natürlich ziehen, der muss aufgehen, ne, Hefe. Teig, der geht immer ein bisschen auf und den müssen wir dann natürlich auch danach ausrollen. Wir müssen kleine so eine Vierecke machen oder Kreise, je nachdem. Wir müssen mal gucken, welche Form wir letztendlich haben wollen. Vielleicht entscheide ich mich sogar für Kreise, müssen wir mal gucken. Und dass wir dann unsere Taschen, unsere Pirogen formen können mit der Füllung. Also es ist erstmal alles ein bisschen komplizierter, deswegen habe ich gesagt, ist ein bisschen anspruchsvoller, weil ich denke mal, naja, gut 2 Stunden werdet ihr mit dem Rezept hier, sage ich mal, brauchen, bis es fertig ist. Ich merke gerade, das Bier scheint zu wirken. Also das ist, wir stoßen nochmal an. Ein Biertest machen und im Anschluss gleich Kochvideo ist immer wieder, hat seinen Reiz. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich bereite jetzt alles soweit vor und dann sehen wir uns hier an der Platte wieder. Bis dann. Okay, dann sind wir jetzt erstmal hier mit unserem Teig beschäftigt. Was haben wir denn da jetzt? Wir haben jetzt einmal 500 Gramm exakt, habe ich abgewogen mit der Waage, einmal das Mehl. Wir haben etwa 1/4 Teelöffel Salz, eine kleine Prise Zucker und etwa 40-50 Gramm ganz normale Butter jetzt hier in der Schüssel. Da geben wir jetzt hinzu ein komplettes Vollei, einfach mal damit hereingeben. So. Und dann habe ich hier einmal exakt 200 Milliliter lauwarme Milch. Ich habe die kurz ein bisschen in der Mikrowelle gehabt, dass sie ein bisschen Temperatur anzieht. Also bitte nicht heiß, sondern tatsächlich lauwarm. So, hier haben wir jetzt unsere Würfelhefe und die geben wir jetzt einfach mal hier mit hinzu in die Milch.
einmal da hier mit herein. Es ist so, wie gesagt, so ähnlich wie bei Pizzateig. Nur bei Pizzateig wissen wir selber, da würden wir die tatsächlich so ein bisschen in Wasser auflösen. Hier kommt jetzt tatsächlich in die Milch rein. Mache ich hier ganz normal in der Tasse und mit der Gabel werde ich das jetzt hier kurz ein bisschen. Ihr merkt schon, das ist ein kleiner Widerstand. Aber durch diese ja, lauwarme Milch löst sich jetzt hier diese Hefemischung, sage ich jetzt mal, ein bisschen auf. Ja, so, dann machen wir die, lassen wir die ein bisschen aufgehen hier. So. Ihr könnt die vorher auch reiben oder ihr nehmt ja diese Trockenhefe. Das müsst ihr euch jetzt halt selber überlegen, wie ihr das machen wollt. Wie gesagt, nicht so vorsichtig sein, weil hier, ihr seht schon, die löst sich komplett auf. Bitte nicht trinken. Wobei das eine Legende sein soll. Also ich weiß nicht, also ich habe mal gehört, wenn man Hefe, so ist die Legende, wenn man das jetzt hier trinken würde, würde man sterben. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich glaube, man hat bestimmt Bauchschmerzen danach. Deswegen würde ich es nicht empfehlen. So, und wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Mache hier mal eben so ein bisschen Platz. So, und jetzt geben wir das einfach mal da hier hinzu komplett. So, ihr seht schon, die Hefe hat sich so gut aufgelöst. Also nur noch ein paar Reste. Das ist nicht schlimm. So, und nun ist es wirklich mit einer Hand sehr, sehr schwierig. Ihr könnt das mit der Maschine machen, aber ich habe, wie gesagt, hier mit meiner Hand immer gute Erfahrungen gemacht. Ich bin ja ein bisschen kräftiger und deswegen kann ich das jetzt schön zu einem ja, Teig zusammenformen. Den zeige ich euch natürlich. Und dann decken wir den nämlich ab und dann kann der erstmal, wie gesagt, so circa 2 Stunden ruhen und auch aufgehen. Das heißt also, meine Aufgabe ist es jetzt hier, das alles mit der Hand schön kräftig mit Muskelkraft, wie gesagt, zu einem richtig schönen, geschmeidigen Teig zu formen, sodass er dann bei ja, warmer Temperatur, Zimmertemperatur tatsächlich aufgehen kann. Genauso wie Pizzateig, der muss ja auch, wie gesagt, 2 Stunden bestenfalls aufgehen, ne, dass die Hefe sich schön ausbreiten kann. Hefe ist ein tolles Produkt. Ich zeige nochmal, wie gesagt, so soll das aussehen. 500 Gramm Mehl, ca. 40 bis 50 Gramm Butter, ein Vollei, Viertel Teelöffel Salz, eine Prise Zucker und wie gesagt 200 Milliliter exakt. Wie gesagt, diesmal ist es wirklich wichtig, exakt auf diese Angaben zu achten, weil wie gesagt, dass der Teig auch wirklich was wird. Deswegen lauwarme Milch und ein Würfel frische Hefe. So, und das sieht dann so aus und dann zeige ich euch, wie das aussieht, das fertige Ergebnis. Jo, ich mache mich jetzt mal ans Teig kneten. Okay, nach ca. 10 Minuten kräftigen Durchkneten des Teiges sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe eine kleine Kugel davon geformt. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. So würde das Ganze jetzt von der Textur her aussehen. Wie gesagt, einen guten Hefeteig erkennt ihr immer daran, so sagt man zumindest, wenn jetzt keine Rückstände groß an der Schüssel kleben bleiben. Das ist jetzt hier in diesem Falle nicht. Das heißt, damit seht ihr, dass ihr wirklich sehr, sehr gut gearbeitet habt. Und ich sage immer wieder, nehmt euch die Zeit und knetet den Teig wirklich richtig gut durch, weil dann ist es wirklich perfekt. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine kleine Kugel geformt. Also ich gehe noch mal ein bisschen näher dran, sodass ihr das ja auch erkennen könnt. Ja, von der Schüssel etwa. So, das nehmen wir einfach mal ein sauberes Tuch, so ein Tuchon oder ein Küchentuch, wie auch immer. So, und das macht er jetzt einfach mal hier so darüber. Und dann könnt ihr das beiseite stellen und einfach ein bisschen ruhen lassen, ja, das Ganze. Gut, das war's gewesen und wir gehen jetzt gleich an die Herdplatte und kümmern uns um die Füllung, weil das braucht jetzt hier 2 Stunden. So, und dann ist das schön abgedeckt und der geht jetzt, wie gesagt, auf. Wir gehen jetzt rüber zum Herd. Unsere Eier, die wollen wir ja hart kochen und aus diesem Grund habe ich jetzt hier die da schon mal in einen Topf reingegeben und die köcheln jetzt richtig. Ich denke mal so wie beim Frühstücksei etwa, so ja 10 Minuten, 13 Minuten sollten da völlig ausreichend sein. Wenn es ein bisschen länger ist, ist kein Problem, weil wir wollen sie sowieso richtig schön hart haben, sodass wir sie dann ja, in Würfel schneiden können, um in die Füllung mit zugeben zu können. Wir haben ein bisschen mehr genommen, weil ich habe auch für meine Freundin und für mich nochmal ein hart gekochtes Ei gemacht, weil da haben wir auch ein bisschen Bock gerade drauf. Deswegen seht ihr da jetzt noch 2 zusätzliche Eier in dem Topf. So, hier habe ich jetzt, Topf ist ein schönes Stichwort, jetzt ist schon meinen Topf aufgesetzt, der wird auch langsam warm. Da gebe ich jetzt hier ein bisschen Sonnenblumenöl einfach mal so hinein, nicht so viel, reicht schon völlig aus. Und dann machen wir als allererstes, jetzt würde ich sagen, mal unser Fleisch hier hinein. Da haben wir 500 Gramm, wie gesagt, ein halbes Kilo gemischtes Hack, also da sind jetzt hier 60% Rind, 40% Schweinefleisch drin und das können wir dann jetzt hier schon mal schön
ganz normal, wie auch wenn ihr eine Bolo machen würdet. Wobei bei einer Bolo würde ich tatsächlich Olivenöl hier mit in den Topf zugeben. Aber jetzt hier, da wir ein bisschen größere Hitze haben wollen, wir wollen es wirklich richtig krümelig werden lassen. Deswegen, das heißt, das ganze Wasser muss alles verdunsten, was aus dem Fleisch hier hinauskommt. Ihr hört es auch schon, ich weiß nicht. Also hier blubbert und dort zischt es. Ja. So, dann machen wir das schon mal hier ein bisschen kurz verteilen. Also ich denke, für zwei Personen, Freunde, reicht das locker. Da könnt ihr Mittag von essen und auch abends von essen. Wenn ihr jetzt das Ganze zu so einem Event machen würdet, das heißt, ihr bekommt Besuch, wollt Party feiern draußen im Garten oder so, richtig geile Techno-Party, wie auch immer, oder Metal, müsst ihr euch selber aussuchen. Und dann habt ihr auch ein schönes Fingerfood, ne? Weil Pirogen sind tatsächlich Fingerfood. Das ist richtig cool. Ja, das ist genauso, wie wenn ihr jetzt so einen Burger haben würdet, ne? Nur, dass das halt ein bisschen origineller ist, weil es halt einfach mal ein bisschen Abwechslung auf den Speiseplan bringt. Und das ist, denke ich mal, das Besondere, warum sich das lohnt, tatsächlich mal nachzukochen. Und ihr seht, ja, wenn der Biersüffler sich da rantraut, dann ist das alles nicht weiter dramatisch, ja? So, schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Und so sieht das aus, also es bekommt schon ein bisschen Farbe. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen Röstaromen arbeiten, weil wir wollen aus dem Sud tatsächlich eine Soße ziehen. Das mag jetzt vielleicht gar nicht mal so danach aussehen, aber wir wollen es versuchen. Und ich gebe es zu, Leute, ich war faul. Ich habe, ihr habt es gesehen, im Mixer, schön, wenn man so ein Küchengerät hat, habe ich einfach mal unsere Zwiebel und den Knoblauch, ja, einfach mal hier durchgehäckselt und das geben wir jetzt einfach mal damit zu. Auch die Zwiebeln, wie gesagt, die geben schön Geschmack ab. Wurzelgemüse immer gut, passt zum Fleisch und ja, das schwitzen wir jetzt einfach mal hier mit an. Schön umrühren, immer währenddessen. Ja, Freunde, und ich habe jetzt nichts weiter zu tun, außer aufzupassen, dass unsere Eier nicht abhauen und das Ganze hier schön krümelig zu braten. Das wird aber bestimmt 10 Minuten dauern. Deswegen wird es für euch vielleicht zu... Oh, das duftet schön. Vielleicht zu langweilig und aus diesem Grund schalte ich euch einfach wieder ein, wenn der Zustand erreicht ist, wie wir ihn haben wollen. Also ihr seht, das hier geht gar nicht. Da ist zu viel Wasser drin. Das muss erstmal alles komplett verdunsten. Bis denn. Gut, wir haben jetzt unser ja, gemischtes, gehacktes, ein wenig krümelig gebraten. Ihr kennt das hier. Ja, also es ist noch ganz, ganz wenig, was ihr da so blubbern seht an Wasser. Das ist aber auch wichtig. Das sollte tatsächlich auch noch dabei sein, weil wir wollen ja natürlich ja, das Einreduzierte, den Sud, noch zu einer Soße umwandeln. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich schon anfangen mit dem Würzen. Da nehme ich als allererstes mal ein bis zwei oder so einen gehäuften Esslöffel hier mittelscharfen Senf. Den können wir da schon mal hier mit hinzugeben. Ja, ihr hört es auch schon an Zischen. Das heißt, dass wirklich das meiste Wasser verdampft ist. So, dann nehmen wir auch noch unsere Würze. Die packen wir dann auch noch gleich damit hinzu. Da haben wir einmal, ich gehe mal kurz hier rüber. Da sehen wir schon einmal hier schön ein bisschen Salz, ein bisschen weißen Pfeffer, ein bisschen schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Ganz kleines wenig Chili und Paprika edelsüß. Einfach mal komplett da so mit hier hineingeben. Wir mögen es ja mal ein bisschen pikanter, kräftiger gewürzt. So, und ihr merkt schon, da hört ihr es schon am Zischen. Also es ist anders als bei einer Bolognese, ne? Bei einer Spaghetti Bolo hättet ihr ja noch ein bisschen Restflüssigkeit. Hier ist wirklich dieses, dass es richtig krümelig ist. Ja, weil ansonsten weicht euch dieses die Füllung tatsächlich den schönen Hefeteig auf. Und das wollt ihr ja nicht, ne? Habe ich extra nochmal nachgegoogelt. Deswegen wirklich schön krümelig braten. Schön Farbe bekommen lassen, Röstaromen bilden lassen. Dann ist perfekt. So, gut, ich nehme das jetzt hier von der Herdplatte. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Ich zeige es euch mal. Da sind jetzt so etwa, sollte das von der Farbe aussehen und von der Konsistenz. Also die Zwiebel, ja, die hat schon ordentlich an Farbe gewonnen. Ist auch gut. Und ja, duftet wirklich richtig herrlich jetzt mit den ganzen Gewürzen und auch mit dem Senf, mit dem Bautzener. Fantastisch. Und wir sehen auch hier unten, da ist noch ein ganz kleines bisschen übrig. Seht ihr das hier? Und daraus binden wir eine schöne Soße. Genau. Also, das ist auf jeden Fall jetzt hier fertig, auch wenn das jetzt abkühlt, ist nicht weiter schlimm, weil später kommt es eh nochmal in den Backofen rein und dann wird es ja logischerweise als Füllung ja mit warm und da braucht ihr keine Angst zu haben. Unsere Eier sind auch fertig, die muss ich jetzt würfeln, das heißt also, wir sehen uns wieder, wenn wir den, ja, tatsächlich, dass sich hier abgekühlt hat, sodass ich es dann weiterverarbeiten kann und, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis gleich, ich schwitze, Leute, wow.
So, das fertig gegarte Hackfleisch ist jetzt hier mal in einer Schüssel drin. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen von der Bratenflüssigkeit, so nenne ich das jetzt mal, im Topf gelassen von den Resten, sodass jetzt hier im Topf, ihr seht das selbst, wirklich nur noch so richtig schön krümeliges, ja, gehacktes ist, was man halt jetzt schön für die Füllung verwenden kann. Die möchten wir jetzt auch gerne abschließen, deswegen habe ich jetzt hier unsere hartgekochten Eier, so schauen die jetzt aus, grob gewürfelt, und die geben wir jetzt einfach hier noch mit hinzu. Na, die wollen nicht. So, jetzt. Dann nehmen wir einmal noch mal ein bisschen Dill, und ich habe noch ein bisschen Petersilie mit hinzugegeben. Also ich sag mal so 3 Esslöffel auf die Menge 500 Gramm könnt ihr da locker nehmen. Wenn ihr den frisch habt, könnt ihr den natürlich auch frisch nehmen. So, und jetzt ist es einfach nur an der Aufgabe, das Ganze hier vorsichtig unterzuheben. Und dann könnt ihr das schon beiseite stellen, weil da müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis unser Hefeteig aufgegangen ist. Das müsste jetzt bald soweit sein. Und dann können wir nämlich anfangen, die Pirogen zu füllen. So, in der Zeit, wo das Ganze hier, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen abkühlt, werden wir uns aber trotzdem schon mal um eine kleine Soße kümmern. Die wollten ja, wie gesagt, abbinden, ne? Deswegen werde ich da ein bisschen mit Butter und mit Mehl arbeiten, sodass wir dann auch nochmal zum Dippen wirklich nur eine kleine Soße zur Verfügung haben. Muss man nicht machen, aber wir mögen das immer, dass es nicht so trocken ist. So schaut das jetzt übrigens aus. Ja, ich werde es nochmal gleich ein bisschen genauer umrühren, war ein bisschen besser. Und genau, ja, im Hintergrund ist unser Hühnchen, das mautzt da gerade ein bisschen rum, ist sehr unzufrieden heute mit dem Wetter auch, weil das ist heute so trübe halt. Genau, so Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder drüben bei der Herdplatte. Als nächsten Step, habe ich euch ja schon gesagt, werden wir uns eine kleine Soße binden. Hier war ja unser Hackfleisch drin und ihr seht, da sind jetzt noch so ein paar Reste, tatsächlich Zwiebel und Fleisch, Knoblauch drin und die Gewürze. Ja, das ist ein schönes Röstaromen hier drin, deswegen bitte nicht abwaschen, weil daraus könnt ihr jetzt tatsächlich noch eine kleine, aber feine Soße binden. Richtig simpel eigentlich. Hinzu geben wir einfach nur einen Teelöffel Butter, den packen wir einfach mal mit rein. Na, komm schon. So, aber die Butter will nicht vom Löffel. So, jetzt will sie. So, und die werden wir jetzt einfach mal kurz ein bisschen mit unserem Schneebesen zum Schmelzen bringen. Na, komm schon. Die ist sehr widerspenstig, die Butter, merke ich gerade. Aber kriegen wir schon hin. So. Ja, das verbindet sich jetzt hier auch mit dem Fett aus dem Fleisch. Das ist gut. Wie gesagt, weil das bringt jetzt nochmal Geschmack und ihr werdet es auch schon in eurer Nase tatsächlich riechen, dass das schon, obwohl das jetzt nur Butter ist, hier mit den Resten richtig schön würzig riecht. So, jetzt geben wir da einfach nur ein ganz kleines bisschen Mehl mit rein. Klassische wie eine Mehlschwitze. So, nicht viel. Reicht schon völlig aus, bin ich der Meinung. Und das Ganze werden wir jetzt so schön hier mit der Butter auflösen. Und mit den Aromen auch vom Rand hier. Könnt ihr gerne mitnehmen. Zwiebelchen. Und ihr werdet staunen mit dem bisschen, was da drin ist, was man da für einen Geschmack rauszaubern kann. Wenn ihr es gut angebraten habt, ne? Je länger ihr es angebraten habt, je mehr oder je intensiver wird der Geschmack. So, so sieht das schon mal ganz gut aus. So, was machen wir jetzt? Na, ist ja ganz klar. Jetzt kann einfach ein bisschen Wasser mal mit rein. Macht da x-beliebig. Erstmal ein bisschen. Und jetzt umrühren. Wie immer einer Soßenbindung rühren, 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 dass keine Klümpchen entstehen. Hier die Rückstände von dem Hack ist kein Problem. Genau so, und da seht ihr schon, da bekommt es auch schon eine schöne Bindung. So wie wir es haben wollen. Das Mehl löst sich auf. Um den Geschmack noch ein bisschen intensiver zu machen, habe ich hier ein bisschen Sojasauce. Ja, das geben wir da einfach noch mal kurz ein bisschen mit rein. Das heißt, es ist so ein bisschen so die Grundlage wie vor diesem Locomoco, wo wir sagen. Boah, ist das hier alles beschlagen, ey, krass. So, ein bisschen können wir da noch an Wasser reingeben. So. Wenn ihr sie rot haben wollt, übrigens, könnt ihr Tomatenmark reingeben. Wenn ihr sie gelb haben wollt, macht ihr ja Kurkuma rein oder Safran. Das ist euch überlassen, wie ihr es machen wollt. Falls ihr es richtig schwarz haben, was heißt richtig schwarz? Also wenn ihr es richtig dunkel haben wollt, könnt ihr theoretisch jetzt auch ein fertiges Pickel mit reingeben.
eine Jägersoße oder so, aber ich glaube in unserem Falle. So, da kocht es schön auf. Müssen wir natürlich noch mal kurz probieren. Schaut die aus. Ja. Das ist gut. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann habt ihr das auf jeden Fall schon. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Ich denke, da werde ich jetzt die Konsistenz wie immer noch ein bisschen jetzt verlängern. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und ich glaube, dann können wir tatsächlich uns auch schon um die eigentlichen Pirogen kümmern, um die zu befüllen, sodass sie dann ja in den Herd, wie gesagt, rein können. Da bereite ich alles vor. Wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, ihr Lieben, ihr habt gesehen, also wir haben jetzt den Teig, der ist richtig schön aufgegangen und den habe ich jetzt hier, wie gesagt, Feuer auf sauber, deswegen habe ich euch das gezeigt. Wir benutzen da immer so dieses Küchenreinigungszeug, sodass wir dann hier auch richtig direkt auf der Fläche so großflächig arbeiten können. Und ja, den habe ich jetzt ganz normal hier mit so einem ja, Nudelholz, wie das Ding da auch heißt. Na gut, Holz ist es jetzt hier nicht, das ist schon ein bisschen eleganter, ein bisschen edler die Variante. Habe ich jetzt hier diesen Teig, wie gesagt, so richtig schön, ja, ich sag mal so, Viertel Zentimeter, halber Zentimeter, sage ich mal so in der Dicke etwa. Ja, so 0,4 macht er, was, dann sollte das schon passen. Also ein bisschen dünner als eine Calzone, sodass ihr dann jetzt erstmal hier so eine richtig schön große Fläche habt. Jo, jetzt liegt's an euch. Ihr müsst überlegen, welche Form möchtet ihr zum Schluss raus haben bei den Pirogen. Wenn ihr ein Dreieck haben wollt, müsst ihr versuchen, irgendwie viereckig den Teig hier auszuschneiden. Wenn ihr sagt, ich möchte aber lieber so eine Halbmonde haben, so ganz klassisch, so wie man sie auch dann halt auch kennt, von dieser Streetfood-Geschichte, dann brauchen wir Kreise. Kreise, so eine große Form gibt's zwar, aber ihr könnt euch auch ganz einfach helfen. Ihr nehmt ganz normal eine Müsli-Schüssel, wie auch immer. Und dann fangt ihr einfach an. Ich zeige euch das mal hier so am Rand möglichst. Kurz drücken. So seid ihr auch schon durch. Ja, voilà. Und ihr habt sozusagen einen Kreis. So, und das gleiche machen wir hier auch. Gucken wir mal am Rand, dass wir das so mitnehmen können. Wenn das jetzt nicht ganz gleichmäßig ist. Durch sind wir. So. Und dann seht ihr auch schon etwa so, ja, halben Zentimeter sollte ausreichend sein. Und dann habt ihr hier alles schön, diese Kreise. Also die werden eigentlich richtig cool. Und das macht ihr jetzt hier überall, sodass ihr jetzt halt hier so eine Kreise habt. Was übrig bleibt, kein Problem, weil dann könnt ihr einfach wieder neu ausrollen. So, durch sind wir. Vorher ein bisschen Mehl übrigens darunter, ist nicht schlecht, weil dann löst sich das besser. Ich meine, richtig schöne Kornkreise. Nee, Teigkreise. So, dann könnt ihr auch hier rangehen. So. Durch. Zack. Das ist der nächste. So, und damit haben wir schon mal vier fertig. Fünf können wir auf jeden Fall aus diesem Durchgang hier mitnehmen. Ja, da ist noch Platz. So. Ja. Zack, durch sind wir. Okay. So, und damit haben wir schon mal fünf Stück. Ich denke mal, sieben werden wir rauskriegen bei ja, 500 Gramm. Also genau für zwei Personen. Habt ihr mittags und abends. Wunderbar. Ja, wenn ihr eine Großfamilie seid, würde ich vielleicht sogar mit einem Kilo arbeiten. Genau. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, mache ich das hier mal fertig, bereite schon alles vor fürs Backblech und dann müssen wir es nur noch befüllen und dann ab in den Ofen rein da. Und ich schwitze immer noch. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. So, da haben wir jetzt unsere Teigfladen. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Wie gesagt, ich möchte gerne so eine Halbmonde haben, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Oder Halbkreise, wie auch immer. Und nun befüllen wir das Ganze. Haben wir hier unsere Füllung schon vorbereitet gehabt. Gut umgerührt, auch gut durchgezogen. Naja, und nun nehme ich mir mal hier so einen Esslöffel und packe den hier mal so darauf. Das ist dann letztendlich die Füllung.
ruhig ein bisschen lockern. So ein bisschen geht noch. Ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen. Ich erkenne es in der Kamera nicht so gut. So. Also möglichst so in der Mitte. Und nun nehme ich mir einfach hier einen, so einen Zippel. Kann man so anfassen. Also ihr seht, er zeigt das wirklich auch robust. Und nun gucken wir mal, dass wir unsere Tasche hier so schließen tun. So, ihr könnt das gerne mit einer Gabel auch andrücken. Oder mit dem Finger, je nachdem wie ihr wollt. Irgendwas ist hier gerade heiß. Ich glaube, die Platte ist noch an. Und genau, so in etwa sieht das dann aus. Ich zeige euch aber das Endergebnis, weil mit einer Hand ist das wirklich ein bisschen schwierig. Aber ich zeige euch dann, wenn dann alle auf dem Blech sind. Auf jeden Fall füllen, wie gesagt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Hier mit dem Löffelchen einfach rausnehmen. Möglichst in der Mitte so verteilen. Kleines bisschen geht noch. So. Zippel nehmen. Hier ein schöner Zippel und einmal in die Mitte auf der anderen Seite andrücken und dann mit dem Finger. So. Und das macht er jetzt mit allen und ja, dann sieht er schon mal ganz gut aus, glaube ich. Gut, da sind unsere fertig gefüllten und geformten Pirogen, russischen Pirogen, wir wollen ja ganz genau sein. Ja, also ich denke, hat geklappt. 10 Stück haben wir insgesamt rausbekommen bei 500 Gramm. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall für 2 Personen zweimal komplett eine Mahlzeit. Also sieht schon mal sehr gut aus, das Blech ist auch voll. Was wir jetzt noch machen müssen, ich habe hier einmal nur das Eigelb tatsächlich jetzt auch genommen. Hier so, ja, habe es getrennt. Und dann habe ich hier so ein Pinselchen, der macht sich da ganz gut. Und dann machen wir Folgendes, weil wir wollen es ja auch glänzend haben und ja, dieses schicke Eigelb hier, wenn wir dazu bepinseln, einmal so, dann bekommt das nämlich so eine schöne glänzende Farbe, so wie wir es auch haben wollen. Und die entsteht, wie gesagt, hier durch dieses Eigelb. So, das machen wir jetzt einfach mal komplett hier so rüber. Über alle, so die Ränder auch ein bisschen. So. Hier die dicke. Die nehmen wir dann auch noch mit. Die brauchen ein bisschen mehr. So. Mal schnell hier rüber pinseln. Ja, das ist natürlich ein Essen, was ein bisschen aufwendiger ist. Bisher hatten wir ja von unserer Retro-Küche der 70er, 80er und 90er, die wir hier machen, immer eher so wirklich so eine richtig einfachen Klassiker, die sehr, sehr einfach ja, zuzubereiten sind. Das hier ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger, sodass man tatsächlich auch schon fast von einem Sonntagsessen sprechen könnte. Weil das, wie gesagt, jetzt wenn du von der Arbeit kommst oder wie auch immer, und das musst du dir dann erstmal noch alles zuzubereiten hier. Da hat man, glaube ich, nicht so einen Bock drauf. Ja? Weil da stehst du schon, wie gesagt, so 2, 2,5 Stunden steht man dann gut hier und bereitet das alles komplett vor. Deswegen ist eher, wie gesagt, so ein bisschen was für die besonderen Anlässe. Aber wenn man ganz viel Lust drauf hat oder halt viel Zeit hat und gerne kocht, so wie ich, dann ist das auf jeden Fall auch möglich. Mag man gar nicht glauben, dass das hier eigentlich eher so ein Streetfood eigentlich fast ist. Ne? Gut, da bereiten die das dann an den Straßen, die Straßenverkäufer, die bereiten das alles vor. Dann ist es natürlich ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt den Teig erst machen müsste. Ne? Die haben ja auch ganz andere Mengen und somit brauchen die das nur noch in Konvektomaten reinzuschieben und dann halt in Tütchen packen, Wunschfüllung halt, und dann ist das fertig. Also die erwärmen das, ja, die machen das ja eigentlich nicht so wie wir jetzt, dass wir das alles frisch zubereiten. So, es ist ja noch ein bisschen drin, das gebe ich einfach hier noch mit drauf. So, ein bisschen verteilen. Wunderbar. Auch die Ränder. So, wird euch schon schwindelig. So, da ist auch noch ein bisschen Platz. So, ich denke, das reicht. So sollte das dann aussehen. Ja, das geht jetzt mal so in den Ofen rein. Ich tippe mal so 10 Minuten, 12, 15 Minuten und dann sollten die eigentlich bei der Teigstärke soweit gar sein. Ich würde aber trotzdem bei 200 Grad immer mal wieder reingucken, nicht, dass das so verbrennen. Bei jeder Ofen arbeitet, wie gesagt, anders und da muss man halt mal schauen.
Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns. Wir haben es geschafft beim Anrichten wieder. Bis dann. Und da haben wir es wieder einmal geschafft. Russische Pirogen in Bratensoße. Selbstgezogener Bratensoße. So schaut's aus. Ja, hat sehr lange gedauert. Sehr kompliziertes Gericht tatsächlich. Aber ich glaube, es kann sich wieder sehen lassen. Denn es ist, denke ich, geworden. Schaut mal an, wie schön diese Pirogen hier glänzen tun. Das nenne ich mal Street Food Deluxe. Richtig schick. Hier ist die Soße. Die hat jetzt auch nochmal gut angedickt. Und ja, zur Portion her, ich habe jetzt mal 2 Pirogis dort mit drauf gegeben. Und ja, 10 Stück, wie gesagt, haben wir insgesamt. Und wie immer, viel Spaß beim Nachkochen. Aber ihr braucht ein bisschen Zeit, wenn ihr das machen wollt. Tschüssi!